Harry, du machst wirklich super Arbeit. Aber wenn du die Abschlussprüfung nicht schaffst, können wir dich hier im Betrieb nicht behalten. Du musst dich jetzt wirklich dahinter klemmen. Ah, Schatz, ich muss zur Arbeit. Im Kühlschrank sind noch Reste zum Aufwärmen. Adi, die Tür! Hi! Hi, was machst du denn hier? Wir müssen doch den Vortrag für den Müller vorbereiten, vergessen? Ah, dann komm halt rein. Warte, ich schalte es aus und mach uns den Tisch frei. Du willst doch nicht im Ernst hier arbeiten, oder? Es riecht nach Turnschuhen und Pizza und das Fenster kann man im Übrigen aufmachen, weißt du? Ja, sorry, ich wusste nicht, dass du kommst. Komm, wir gehen in die Küche. Was willst du denn in der Küche? Ich mache hier Fenster auf. Sorry, aber in dem Chaos kann doch kein Mensch arbeiten. Das lenkt mich alles ab. Die Konsole, die da läuft und der ganze Schrott, der da rumliegt. Das geht doch nicht. Ja, wenn du meinst, dann gehen wir halt in die Küche. Hey, witzig, ich habe noch nie in der Küche gelernt. Irgendwie geht's besser. Ja, bei mir auch. Mein Zimmer ist eher so mein Freizeitort, da kann ich mich auch überhaupt nicht konzentrieren. Lust auf Musik? Beim Lernen. Und das von unserer Musterschülerin. Ha, ha. Nur mal ganz nebenbei, viele Leute können mit Musik besser arbeiten, insbesondere solche Konzentrationsschwächlinge wie du. Da gibt's sogar wissenschaftliche Studien dazu, Monsieur. Ja, sehr nett. Schwarze Nacht, schwarze, schwarze Nacht, das dunkles Kapitel, hab nicht geschrieben in letzter Nacht. Was ist denn das jetzt? Das ist doch keine Musik zum Arbeiten. Jetzt mach was Ruhiges rein ohne Text, sonst muss man doch die ganze Zeit hinhören. Komm, wir machen mal Pause. Jetzt schon? Also für mich geht's noch, wir sind nicht mal eine Stunde dran. Kleiner Trick von der Musterschülerin, einfach mal Pause machen, bevor man's nötig hat. Hä, was soll denn das bringen? Naja, wenn ich Pause mache, bevor ich das Gefühl habe, ich brauche eine, kann ich nachher viel leichter wieder einsteigen. Aber wenn ich warte, bis ich völlig im Eimer bin, denke ich, bah, wie ätzend, und dann kann ich mich gar nicht mehr motivieren. Okay, und was machen wir in der Pause? Naja, vielleicht ein bisschen rausgehen, um den Block, was kleines Essen oder so, such's dir aus. Guck mal einer an, der Sohnemann am Arbeiten. Pass bloß auf, dass du dich nicht überanstrengst. Ja, bist sehr witzig. Wir sind eh grad fertig geworden. Hey, tut mir leid wegen deinem Dad. Hör nicht auf den, der wird schon noch sehen, was du drauf hast. Wohl kaum, so wie es aussieht, verkacke ich die Abschlussprüfung. Ach komm, so schlimm kann es doch nicht sein. Es steckt viel mehr in dir, als du denkst. Ja, ich kann mich einfach nicht überwinden, endlich mit dem Lernen anzufangen. Am Mittwoch nach der Schule bleibe ich immer noch länger in der Cafeteria und lerne für die Abschlussprüfung. Da ist es ziemlich ruhig. Wenn du willst, kannst du dich anschließen. Wir waren doch heute ein ganz gutes Team, oder? Jessie hat recht. Im Zimmer will ich nur rumhängen und gamen. Sie hat doch noch was gesagt wegen der Zeit. Ah ja, Pause, bevor man müde ist. Ich stell mal den Wecker auf eine halbe Stunde. Los geht's. Da war doch noch was. Ah ja. So Konzentrationsschwächlinge wie du können mit Musik besser lernen, aber nur ohne Text, sonst muss man ja ständig hinhören. Jawohl, Madame Superschlau.
Mann, bei mir bleibt nichts hängen von dem ganzen Mist. Liegt vielleicht dran, dass du voll bescheuert lernst. Klär mich auf. Naja, du liest ja nur. Da oben drin ist keine Festplatte und deine Augen sind auch kein Scanner. Hey. Schade, Festplatte wäre toll gewesen. Aber was soll man denn bitte sonst machen? Willst du es wirklich wissen? Dauert aber ein paar Minuten. Ja, wenn es sich lohnt. Tut es. Du wirst dir Stunden, Tage, was sage ich, Wochen sparen. Oh, die Spannung steigt. Leg los. Naja, wenn du nur liest, vergisst du doch alles gleich wieder. Als erstes teilen wir deinen Text in Abschnitte ein. Mal bis hier, da und hier noch ein. Okay, und jetzt? Jetzt verfüttern wir deinem Gehirn einen kleinen Happen nach dem anderen. Lies mal den ersten Abschnitt. Fertig. Okay, jetzt decke ich dir den Text ab und du erzählst mir, was drin stand. Ja, danke. Das hättest du vorher sagen können, dann hätte ich beim Lesen aufgepasst. Genau darum geht's. Okay, ich lese es nochmal. Hast du's? Ja. Okay, dann erzähl's mir. Okay, es geht um die Verfassung, Gesetze und Verordnungen. Und die Verfassung ist die oberste. Hey, nicht schlecht. Ja, einiges hängen geblieben. Finde auch. Jetzt nehme ich das Blatt weg und du schaust im Text nach, ob du dich an alles Wichtige erinnern konntest. Gut. Okay, das wusste ich noch. Das auch. Ah, das hatte ich vergessen. Das muss ich mir nochmal merken. Perfekt. Das ist es eigentlich schon. Einen Abschnitt lesen, dir selber erzählen, was du gelesen hast, kontrollieren, ob du dich an alles erinnern konntest. Mach das doch gleich beim nächsten Abschnitt. Wart kurz, weißt du noch, was in den ersten beiden Abschnitten stand? Boah. Ach komm, halb so wild. Schau, jetzt weißt du doch noch ziemlich viel. Wenn du es jetzt gleich wiederholst, dann kannst du alles auffrischen. Aber wenn du bis am Schluss wartest, denkst du dann gleich wieder, Mist, schon wieder alles vergessen. Hey, ich kann mir total viel merken, das ist cool. Finde ich auch. Wenn ich 2-3 Seiten so bearbeitet habe, nehme ich immer die Lernziele und schaue, ob ich die Fragen beantworten kann. Wenn es keine Lernziele gibt, kannst du dir auch Prüfungsfragen zum Text überlegen. Wird gemacht, Chef. Pause. Pause. Ja, Sina wollte was bei sich machen. Ihre Eltern sind im Urlaub und werden auf jeden Fall sturmfrei. Hassan, also wenn du fahren könntest, wäre mega gut. Didi und ich sind auf jeden Fall am Start. Was will eigentlich die Strebertusse von dir? Die merkt echt nicht, wie peinlich sie ist. Es steckt viel mehr in dir, als du denkst. Was ist denn los? Ach nix. Hey, geht dich nichts an. Nachricht von der Strebertussi. Wisst ihr was, ihr könnt mich. Ihr habt keine Ahnung, wenn ich durch die Prüfung falle, dann bin ich so am Arsch. Die Strebertussi ist im Moment die Einzige, die es interessiert. Euch ist ja scheinbar egal. Super Freunde, echt. Hey komm, reg dich ab. Ich reg mich nicht ab. Du hast ja deinen Job. Wenn ich es jetzt nicht pack, bin ich draußen. Was soll ich da machen? Hier in diesem beschissenen Kaff vor dem Molk abhängen, bis ich 30 bin? Ich muss endlich mit Fertigungstechnik anfangen. Meine Fresse, ist das viel. Spinnen die? Das schaffe ich nie bis zur Prüfung. Adi, du machst wirklich super Arbeit. Aber wenn du die Abschlussprüfung nicht schaffst, können wir dich hier im Betrieb nicht behalten. Du musst dich jetzt wirklich dahinter klemmen. Es steckt viel mehr in dir, als du denkst. Hey komm, das haben schon viel Dümmere geschafft. Es muss möglich sein. Was hat Jessie dazu gesagt? Es reicht nie für alles, aber immer für das Wichtige. Schau dir die Dartscheibe da drüben an.
Genau, nur ein kleiner Teil des Stoffs ist wirklich wichtig. Es ist wie bei der Dartscheibe, ich muss bei der Prüfung in die Mitte treffen. Das lernen, was wirklich Punkte gibt. Wie finde ich das am besten raus? Am besten ist es, wenn du dir alte Prüfungen besorgst. Falls es keine gibt, frag Leute, die die Prüfung bereits gemacht haben. Schau auch nach, ob es Lernziele gibt. Stimmt, die Hupe hat uns doch ein paar alte Abschlussprüfungen gegeben. Wo sind die nochmal? Ah krass, die sind ja wirklich ziemlich ähnlich aufgebaut. Es kommt eigentlich immer mindestens eine Aufgabe, bei der man in einer Formel die Schnittgeschwindigkeit und den Durchmesser eines Drehteils einsetzen und nach einer Variable auflösen muss. Okay, die Formel muss ich mir gut merken. Ah, und manchmal soll man dann noch den Vorschub ausrechnen. Erstelle zu jedem Unterthema ein Blatt mit Prüfungsfragen. So kannst du ein Thema nach dem anderen lernen und immer gleich die Prüfungsaufgaben dazu lösen. Gut, mit den alten Prüfungen und den Lernzielen wird ziemlich klar, was ich machen muss. Jetzt muss ich nur noch einen Plan machen. Ich fange am besten mal mit einem der wichtigsten Themen an. Dann kann ich heute Abend gleich versuchen, die Prüfungsfragen zu diesem Thema zu beantworten. Was will eigentlich die Strebertusse von dir? Die merkt echt nicht, wie peinlich sie ist. Hey Jess, tut mir total leid, wie das gestern gelaufen ist. Ich habe mich wie ein Idiot benommen. Kann ich dich anrufen? Du warst wirklich ein Vollidiot, ich habe gerade gar keine Lust auf Telefonieren. Seh dich dann wie immer am Donnerstag, lass dir bis dahin was einfallen. Hi, komm rein. Hey. Ich habe was Kleines für dich. Aha. Habe ich dir gefräst? Ja, danke. Da habe ich schon mein Geburtstagsgeschenk für meine kleine Schwester. Die wird nächste Woche 9 und steht voll auf so Zeug. Wieder gut. Boah, wenn ich das nur schon sehe. Kann doch nicht sein, dass wir uns das alles in den Kopf pressen müssen. Armer Adi, so am Leiden. Nee, im Ernst, warum müssen wir dieses ganze Zeug eigentlich lernen? Ich meine Fertigungstechnik, Elektrotechnik, okay, das brauche ich in der Werkstatt. Aber dieses ganze andere Zeug, Französisch zum Beispiel, totale Schikane. Ah, il est tellement chaud quand il se fâche. Hä, was? Siehst du, Motivation schon gestiegen. Haha. Da fällt mir gerade was ein. Hast du ein großes Blatt Papier? Ja, warte kurz. Komm, wir suchen mal gemeinsam so viele Gründe wie möglich, warum wir die Lehrabschlussprüfung bestehen wollen. Also los, warum willst du das? Na, damit ich endlich fertig bin. Und dann? Ja, dann bin ich mit der Lehre fertig, dann kann ich im Betrieb bleiben und ja, dann wäre ich richtig angestellt. Wunderbar. Ich zeichne gleich einen Arbeitsvertrag da drauf. Was bringt dir das? Mehr Kohle. Und was machst du damit? Vielleicht eine eigene Wohnung, eine Karre. Nicht schlecht. Geld, Wohnung, Karre. Ich zeichne das alles auf. Fällt dir sonst noch was ein? Ja, dann bin ich ein richtiger Mitarbeiter, da kann ich mal die Lehrlinge rumkommandieren. Wirst mir langsam unsympathisch, aber okay, ich mal's auf. Und sonst? Ja, meine Mutter wäre mega stolz auf mich. Ich glaub auch, und dein Vater wird auch endlich mal checken, was in dir steckt. Boah, der glaubt ja sowieso nicht, dass ich's schaff. Wir werden sehen. Und was bringt dir der Stoff selbst? Es gibt schon immer wieder Fragen im Betrieb, wo ich unsicher bin. Also gerade wenn ich zum Beispiel was berechnen muss, dann frage ich meist den Meister. Das wäre cool, wenn ich das selber könnte.
Okay, ich zeichne mal einen Adi, der es voll im Griff hat. Komm, mach da mal noch ein bisschen mehr Muskeln hin. Ja, sorry, aber gegen Spaghetti-Arme hilft die Prüfung leider nicht. Findest du mir auch noch was für Französisch? Ist ein guter Grund, dich zu treffen. Wenn ich in der Werkstatt Telefondienst habe, ruft manchmal ein französischer Kunde an. Voll unangenehm. Wenn ich es besser könnte, wäre es nicht so peinlich. Ich hätte ja nicht gedacht, dass der sich mal so reinhängt. Hui, war das gerade ein Kompliment? Ich glaube, das kann man so deuten, ja? Auf dem Papier sieht's gut aus, aber ich bin manchmal nach der Arbeit echt so kaputt. Ich auch. Da hilft mir nur noch der 10-Minuten-Trick. Hä, was für ein Trick? 10-Minuten-Trick. Schau, ich stelle einfach den Timer auf 10 Minuten ein. 10 Minuten und dann? Dann klicke ich auf Start und beginne ohne zu überlegen mit dem Lernen. Ja, also wenn es klingelt, dann entscheide ich mich, ob ich weitermachen möchte oder ob es mir für heute zu mühsam ist. Da würde ich immer nach 10 Minuten aufhören. Naja, besser ist gar nichts zu machen und vielleicht überraschst du dich ja selbst. Also mir geht's oft so, dass ich weitermachen will, sobald ich mal den Einstieg gefunden habe. Ja, stimmt. Am Anfang ist es oft am schlimmsten. Komm, wir probieren es gleich mal aus. Kleine Motivationsspritze. Könnt bald dir gehören. Ja, bin schon fleißig dran. Sieht ziemlich gemütlich aus. Ich habe mir die schwierigen Sachen, die ich mir nie merken kann, aufs Handy gesprochen. Und die höre ich mir jetzt einfach noch ein paar Mal an. Gute Idee. Wie bist du drauf gekommen? Heute erfährst du, wie du dir in weniger Zeit mehr merken kannst. Dazu benötigst du nichts anderes als dein Gehirn und eine Anleitung, wie dieses Ding funktioniert. Wusstest du, dass dein Gehirn aus über 100 Milliarden einzelnen Nervenzellen besteht? Wenn du etwas lernst, verändert sich dein Gehirn. Nervenzellen gehen dabei neue Verbindungen ein. Je öfter du etwas wiederholst, desto stärker werden diese Verbindungen. Dicke Verbindungen halten länger. Was du mehrmals wiederholt hast, weißt du auch nach Jahren noch. Du kannst dich an der Prüfung besser daran erinnern. Die Infos fließen leichter und schneller. Aber wie baut man dicke Verbindungen auf? Unser Tipp: Wechsle zwischen Lernen und Wiederholen ab und warte mit dem Wiederholen nicht so lange. Die meisten Schüler machen es falsch. Sie lernen zuerst den ganzen Stoff und wiederholen erst zum Schluss. Du lernst viel mehr, wenn du regelmäßig Wiederholungen einbaust. Dazu kannst du verschiedene Methoden nutzen. Decke nach dem Lernen die Buchseite mit einem leeren Blatt ab. Versuche dich daran zu erinnern, was darin gestanden hat. Nutze die Zeit vor dem Einschlafen, um die wichtigsten Punkte aufzufrischen. Wir können uns besonders gut an Dinge erinnern, die wir kurz vor dem Einschlafen gelernt haben. Baue bei großen Prüfungen einen Wiederholungstag pro Woche ein. An diesem Tag schaust du dir nur den Stoff an, den du bereits gelernt hast, aber nimmst nichts Neues dazu. Du willst noch mehr rausholen und dir den Stoff noch leichter merken können? Dann solltest du möglichst viele Bereiche deines Gehirns nutzen. Du bringst dein Gehirn auf Touren, wenn es den Stoff lesen, aussprechen und hören darf. Du kannst dir zum Inhalt Bilder vorstellen oder dir die wichtigsten Punkte auf dein Smartphone sprechen und anhören. Du kannst im Zimmer herumlaufen und dir die Lerninhalte laut vorsagen. Hey cool, bist ja schon ein richtiger Nachwuchsstreber. Die Prüfung kann kommen, Baby. Thank you.
Hey, Alter, Glückwunsch. Wir wussten, dass du es packst. Glückwunsch, jetzt ist Party angesagt. Du glaubst nicht, was deine Strebertissi und ich organisiert haben.